Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch das Buch Ich bin anders als du vorstellen. Das Buch ist aus dem Carlsen Verlag. Es hat 96 dünne Seiten, kostet 16 Euro und wird für 4- bis 8-Jährige empfohlen. Zunächst mal hier die erste Seite, finde ich ganz süß. Da sind ganz viele Tiere mit den Namen. Also es gibt sehr viel zu entdecken und viel, worüber man mit den Kindern sprechen kann. Gerade für die Kleinen ist das auch super interessant. Genau, und dieses Buch zeigt, zeigt verschiedene Kinder mit den unterschiedlichsten Eigenschaften und Vorlieben. Das können zum Beispiel Lieblingsgerichte sein, wie hier eben die Spaghetti und die Pizza. Hier finde ich es auch toll, dass es einfaches Rezept zur Zubereitung von Pizza enthalten ist. Finde ich wirklich ganz, ganz klasse, also auch was Praktisches. Oder eben hier, weil er Schlagzeug spielt und sie Gitarre spielt, wie man sehen kann. Also ich zeige euch einfach mal von Anfang an. Also man nimmt immer praktisch ein Kind und da sagt, ich bin anders als du, weil. Und dann auf der anderen Seite erfährt man, warum er anders ist. Dann kommt dieses Kind, sagt, ich bin anders als du, weil und so weiter. Und so kommen praktisch permanent unterschiedliche Kinder mit den unterschiedlichsten Eigenschaften, Vorlieben und so weiter dran. Und man sieht eben die Mannigfaltigkeit einfach, die wie unterschiedlich Personen sein können. Ja, so geht das Buch immer weiter, indem es eben die Vorperson, wie gesagt, mit der nächsten auf einer Seite gegenüberstellt und eben den Unterschied aufzeigt. Und genau, hier kann man das auch sehen und das Ganze ist auch aus der anderen Perspektive lesbar. Ich zeige euch noch kurz hier die Mitte, den Wendepunkt praktisch. Und das Ganze kann ich euch noch vom anderen Beginn zeigen, damit ihr auch mal kurz die andere Seite seht. Übrigens ist das auch für Antolin. Punkte zum Sammeln. Wer das nicht kennt, Antolin ist so ein Programm, wo man Bücher lesen kann und dann Fragen dazu beantworten muss und so ein besseres Leseverständnis einfach üben kann. Genau. Das Buch, wie ihr vielleicht sehen konntet, ist so aufgebaut, dass man eben die Bilder durch Worte ersetzen muss und die ganzen Bilderserien hier kurz erklärt, sodass man auch die richtigen einsetzen kann. Also die ganzen Bilder stehen hier eben, dass man, falls man das ein oder andere eben nicht weiß, nachgucken kann. Genau. Und dann kann man eben abwechselnd lesen, vorlesen oder gemeinsam lesen, wie man eben möchte. Also ich finde auch die Bilder richtig schön gemacht, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Das Buch ist ein wirklich schönes Beispiel für alle Menschen mit all ihren Unterschieden. Es ist toll gemacht, zeigt auf kindgerechte Art, dass jeder Mensch anders ist und dass, dass es auch gut so ist. Und animiert durch die Bilder zum konzentrierten Lesen, also gerade, dass man eben was einsetzen muss. Genau, das finde ich richtig klasse und kann es absolut weiterempfehlen. Weitere tolle Bücher zum Thema Anderssein und auch dieses hier habe ich wie immer in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr auch mal nachschauen, wenn euch das Buch interessiert. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch sehr gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut!